Ein Weihnachtsbaum, Besinnlichkeit und vor allem Geschenke. Das sind die Dinge, die das Weihnachtsfest bei vielen ausmachen. Doch nicht jeder hat an Weihnachten ein Paket unter dem Baum liegen. Einige Familien haben nicht das nötige Geld für Geschenke. Um ihnen eine Freude machen zu können, hat sich die Duisburger Tafel die Weihnachtspäckchen-Aktion ausgedacht. Im vergangenen Jahr hatten wir ca. 700 bis 800 Menschen, die hier Weihnachtspäckchen abgeholt haben. Wir können jetzt im Moment nur vermuten, dass es in diesem Jahr auch ähnlich sein wird oder gegebenenfalls auch noch mal wieder mehr werden wird. Seit bereits 9 Jahren können Privatleute und Firmen Weihnachtspäckchen im Tafelladen abgeben, die dann wiederum von Bedürftigen abgeholt werden können. Um auch in diesem Jahr allen ein Geschenk zu ermöglichen, hofft die Tafel auf viele Paketspender. Die Auswahl des Inhalts ist dabei den Absendern überlassen. Ein paar Dinge sollten dennoch beachtet werden. In den Päckchen sollten bitte keine frischen Artikel sein und auch keine kühlpflichtige Ware, sondern in erster Linie Trockenware, also sprich Nudeln, Reis, ein Pfund Kaffee, Ähnliches oder Konservendosen. Dazu vielleicht noch ein bisschen was Süßes oder vielleicht noch ein kleines Spiel für die Kinder. Auch Artikel des täglichen Bedarfs wie Duschgel und Shampoo werden gerne angenommen. Doch trotz guter Taten der Tafel steht es im Moment nicht gut um sie selbst. Denn um die Arbeit dort zu ermöglichen, bedarf es finanzieller Mittel und die sind knapp. Um das zu ändern, hat sich die Tafel eine weitere Aktion ausgedacht. Die Tafel für die Tafel. Eine Schokolade, die extra für die Tafel produziert wurde. Diese Tafel wird für den Preis von 1,50 Euro verkauft. Und die Hälfte in etwa wird als, in Anführungsstrichen, Gewinn für die Arbeit der Duisburger Tafel in Zukunft dann auch eingesetzt werden können. Zu kaufen gibt es die Schokolade im Tafelladen und in weiteren Lebensmittelläden. Sogar einige Bäcker und Apotheken haben sich der Sache angenommen. Die Pakete für die Weihnachtsgeschenke-Aktion kann man bis zum 18. Dezember im Tafelladen in Hochfeld abgeben. Am darauffolgenden Tag werden diese dann ausgeteilt. Und dann heißt es nur noch warten bis zum Heiligabend, bis die Geschenke dann endlich ausgepackt werden dürfen.